Yayo miteinander, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Ich muss gestehen, ich habe offscreen ein wenig gespielt. Naja, mehr oder weniger. Ich bin einmal durch die Höhle zurückgegangen und habe einmal geheilt, weil ich keinen Bock hatte, nachher ohne AP dazustehen. Geschweige denn Tränke auszugeben. Da der Weg hier ja noch nicht allzu weit ist, habe ich mir gedacht, Mensch, lauf doch mal zurück. Tut ja keinem weh. Und Schwester Joy kann ja mal immer Arbeit gebrauchen. Dumpti-dumpti-dumm. Oh, ein Pipi. Oh, Level 10. Oh, ich glaube, das fange ich. Nur der Vollständigkeit des Pokédex halber. Und weil ich es kann, versteht sich. Doch nicht. Ich glaube, Sparky hat was dagegen. Ja gut, okay, es ist doch ein Team Rocket Fuzzi hier drin. Aber wir holen uns erstmal die TM. Chibi findet TM 1. Und ein wildes Pokémon direkt unter dem Pokéball. Oh mein Gott, da lag eine Fledermaus unter dem Pokéball. Gefährlich. Hallo Team Rocket Fuzzi. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Auch ich habe eine Peitsche. Und ein Zubat. Und ein Bart. Ohne zu. Tschüss, Zubat. Oh nö, nicht Rettern. Ich hasse Rettern. Na gut, Smetbo. Time for Smetbo. Let's kill him with so zack Confusion. Tackle Konfusion, Tackle Konfusion, Tackle Konfusion. Und da kommt die fiese Wickelattacke, die sogar noch Volltreffer landet. Wie man sieht, komme ich hier nicht raus, bis dass er mich zweimal getroffen hat. Na gut. Lieber zweimal als zehnmal. Und Smith bei euch Level 14 und versucht, Stachelspore zu lernen. Wunderbar. Ja, komm. Scheiß mal auf Fadenschuss. Smith lernt Stachelspore. Yay. Ja, du bist eine harte Nuss, Kleiner. Obwohl ich eine Peitsche hab. Chibi gewinnt 360 und hier ist dieser besagte Stein. Mit schöner Musik und Ether. Was auch immer Ether ist, ich hab's nicht all die Jahre gefragt und nicht einmal nachgegoogelt oder ähnliches. Wenn's einer von euch weiß und ich bis dahin noch nicht gegoogelt hab, schreib's in die Kommentare. Ich würde mich freuen zu wissen, was es denn letzten Endes ist, was ich da schön aufsammeln und mein Pokémon gebe. Ja, bist du auf der Forschungsreise? Nee. Ich bin auf Durchreise. Teenager will kämpfen und setzt eine Rattatata ein. Aber wir haben Donnerschock. Und 6 Level mehr als er. Und das wird dir auch nicht wirklich viel helfen. Ruckzucki. Tschüss. Wunderbar, Level 17. Also ich sehe den Level 20. Steht nichts mehr im Wege. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Trainermangel... Mir fällt auch gerade auf, wir müssen noch einmal gegen unseren schönen Rivalen Gary kämpfen. Ich glaube, der hat sogar ein Evoli Level 18. Ein Habitak hat er. Radfratz und so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine zu wissen, dass er einen Sandern hat. Müssen wir am besten unser Smetbo auch noch ein bisschen trainieren. Daumen in der Ecke. Nicht der Mondstein.
Dim, dim, sag ich doch. Ich hab auch mal recht. Hey du, Hilfe, Überfall! Nee, du bist ja nur ein Kind. Na warte! Du hast mich erschreckt, du Kind. Wanderer möchte kämpfen, setzt Kleinstein ein. Ich hasse dich dafür. Ich find's lustig, dass die Wanderer hier aussehen wie Karate-Fuzzis. Confusion. Glücklicherweise können die nicht wirklich viel, diese Viecher. Gegen ein episches Mapbo wie unseres. Oh nein, ein Kuhleinstein. Bam. Und ein Onyx. Boah, jetzt willst du es aber wissen, oder? Machst du Rocco nach, wa? Ich muss aber zugeben, wenn Rocco diese Pokémon gehabt hätte, wäre der viel härter gewesen. Einfach nur, weil es mehr Pokémon sind, die mehr aushalten. Wow, du hast mich total überrumpelt. Ja, und du wolltest kämpfen. Selbst schuld. Ich glaube, mit Glück können wir uns sogar noch ein Paras finden. Einfach nur, weil es selten ist. Dilledim. Ich bin ein Kleinstein. Und du bist mir auch noch vollkommen egal. Ich laufe hier jedes Mal lang zu sehen, ob ein Item ist und stelle jedes Mal fest, oh Mist, da liegt gar keins, zumindest kein sichtbares. Und ein Paras, auch der Sprite ist relativ gelungen, finde ich. Ich mag diese alten Sprites generell, habe ich. Was zum. Seit wann bitte war nochmal ein Donnerschock nicht sehr effektiv auf einen Käfer-Pokémon? Oder habe ich irgendwas verpasst? Hier, yeah, und ein weiteres Pokémon. First Try gefangen. Schön. Jetzt will ich doch glatt mal deinen Typ angucken. Pilz-Pokémon. Dieses Pokémon gräbt sich in den Boden und frisst Wurzeln. Die Pilze auf seinem Rücken sind Parasiten. Oh nein, wir müssen sie dir abnehmen. Fail. Käfer, Pflanze natürlich. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Ist natürlich jetzt nicht schön, dass du mir hier irgendwie auf den Fuß trittst. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Ey, wer ist hier eine Nervensäge? Warum war meine Stimme gerade so rau? Radfratz. Ich meine zu wissen, dass einer von diesen blöden Team Rocket-Onken noch ein Radikal hat, aber ich glaube, er ist sowieso der letzte von den normalen Team Rocket-Typen. Ah, ne, gar nicht, da kommt noch einer. Aber der hat Slimers, wenn ich mich recht entsinne. Was? Niemals! Sparky, nein, du darfst nicht sterben! Verdammt. Ich will jetzt am liebsten einen Save State loaden, aber ich habe kein Gesetz. Nicht, weil der Kampf jetzt nicht schaffbar ist. Das ist überhaupt nicht das Problem. Auch nicht, weil ich jetzt gleich wieder zurücklaufen muss, nur um zu heilen. Smith brauche ich Level 15 und versucht Schlafpuder zu lernen. Jawohl, das bringen wir dir doch bei. Jupp, anstelle von. Das wollte ich jetzt nicht. Oh mein Gott, ich hau gerade alles. Ich sollte nicht wie auf allen Gameboys den A-Button smashen. Egal, solange wir Konfusion haben, werden wir siegen. Los, hau dich kaputt. Sau. It's not very effective. Das Dumme ist halt nur, dass wir bei sowas. Wobei Tackle hätte da eh nicht gereicht. Tschüssikowski. Ja, ich bin sauer. Und das ist eine Peitsche. So, das Blöde ist jetzt, dass Pikachu verreckt ist. Weil daran ist doof, dass. Fangen wir den Satz mal so an. Daran ist doof, dass.
wir unser Pikachu glücklich brauchen später. Und das auch noch sehr, sehr bald. Das hat überlebt. Und ja, wenn es stirbt oder in die Box gelegt wird oder ähnliches, ist es halt nicht mehr so glücklich. Und das ist kacke, weil wir es ja glücklich brauchen. Möff. Na gut, ich würde sagen, ich beende dann diesen Part mal ein wenig vorzeitig. Laufe dann nochmal schön zurück ins Pokécenter, stiefel wieder hierhin. Und wir sehen uns dann hier in alter Frische mit geheilten Pokémon wieder, wenn es das nächste Mal heißt, Let's Play Pokémon Gelb. Ciao.